hier hingestellt. Die Körner sind weg. Es gibt einen Körnerdieb. Was? Einen Körnerdieb? Ist das eine neue Automarke oder was? Kein Körnerdieb. Ein Dieb. Wir haben hier einen Dieb. Einen echten Dieb in unserer Gemeinde. Oh, ich habe so einen Hunger. Dann ess doch irgendwas anderes. Geh doch mal gucken, was im Kühlschrank noch so da ist. Auch eine gute Idee, das mache ich. Oh, hier gibt es ja jede Menge. Ich habe gehört, sauer macht lustig. Und außerdem, so eine schöne gelbe Zitrone macht auch einen schönen gelben Schnabel. Stimmt's, Kinder? Die schmeckt nicht. Die ist bestimmt nicht bio. Ich liebe ja Rollerfahren. Aber dieser Roller, der stinkt wie Clemens Füße. Wie hat Jesus das gesagt? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es dürfen auch mal Nudeln sein oder so. Boah, so richtig schmecken die auch nicht. Dann vielleicht doch lieber Brot. Wir sind doch Detektive, wir wollen doch nicht, dass der Dieb
Bauern suchen. Und wenn du was findest, dann kannst du mir ja über Funk Bescheid sagen. Okay. Ich suche einen Dieb, den es gar nicht gibt. Oh, hier ist es ganz schön dunkel. Hallo, falls hier ein Dieb ist, ich komme jetzt. Okay. Ah, ein Gespenst! Ah, Ricky, du bist's. Hallo, ich bin der Dieb und ich hab dich lieb. Ha, du hast mich ganz schön erschreckt, Ricky. Darf ich jetzt wieder reinkommen? Hier draußen ist nichts, außer Dunkelheit und Regen. Na los, dann suchen wir drinnen weiter. Kiki, vielleicht sollten wir systematischer vorgehen. So von oben nach unten oder links nach rechts alles absuchen. Na gut, dann suche ich da drüben beim Sofa. Und ich knöpf mir mal den Schrank davor. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Kiki, da sind sie ja! Was? Wir? Die Liebe? Ich hab doch gewusst, dass sie hier sind! Wer Nein! Die Körner! Hier bei den Bibeln! Was machen denn die Körner hier oben im Schrank? Meine lieben Körner, was macht ihr denn hier oben bei den Bibeln? Der arme Kiki. Hat der die Körner nicht gefunden, wo das doch für die Hühner mit das Grundnahrungsmittel ist. Ja, was für uns in Deutschland das Brot ist und in anderen Ländern vielleicht Reis oder Ugali. Und wisst ihr was? Wir sind ja gerade in unserer Bibelserie. Wisst ihr was? Für uns Christen ist die Bibel auch wie Brot. Jetzt denkst du dir vielleicht, hä, Esther, das mit dem Schatz kann ich ja vielleicht noch verstehen, dass Gottes Wort wie ein Schatz ist, aber dass es wie Brot ist, dass man es essen kann. So wie wir täglich bestimmt Brot essen. So ist es mit Gottes Wort. Wir brauchen es, dass wir es täglich essen. So, jetzt kann ich wieder reden. So brauchen wir es auch, dass wir täglich Gottes Wort essen, ja lesen, damit unser Glaube, damit wir als Christen wachsen können, damit wir in Gottes Wahrheiten lesen können, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir von seinen Wundern lesen, dass unser Glaube wachsen kann. Und dazu gibt es auch eine ziemlich coole Geschichte, was wirklich passiert ist. Und zwar vor über 500 Jahren in Russland. Damals waren Bibeln verboten und in einem Dorf hat eine ältere Frau gewohnt. Und sie hat gehört, dass Männer ins Dorf kommen, um die gefangen zu nehmen, die eine Bibel haben. Und oft haben die Christen die Bibeln im Misthaufen versteckt, schön eingepackt. Und dafür war es aber schon zu spät, weil die Männer schon da waren. Und die Frau hat gerade Brot gebacken und hat dann kurzerhand das Brot, die Bibel eingepackt in ein Tuch und dann ins Brot mit reingemacht und mitgebacken. Und als die Männer kamen, haben die natürlich keine Bibel gefunden. Und ich finde es so cool, wie diese Bibel da und diese Familie da bewahrt wurde, weil diese Frau diese coole Idee hatte und auch uns das daran erinnert, dass Gottes Wort ja auch wie Brot ist. Also, Gottes Wort ist für uns wie ein Schatz. Und außerdem ist es wie unser Brot, was wir täglich brauchen, damit unser Glaube wachsen kann. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an den Lernvers von letzter Woche, den wollen wir jetzt nochmal zusammen machen. Hier oben seht ihr ihn. Ihr könnt gerne aufstehen, kommt Kinder, und los geht's. Dein Wort ist wie ein Schatz, es erfüllt mein Herz mit Freude. Psalm 119, Vers 111. Und Vater, ich danke dir für dein Wort, ja, was lebendig ist, was ein Schatz für uns ist und was aber auch wie Brot ist, was uns wachsen lässt, was uns stark macht. Danke, dass wir das haben und ich bete, dass du uns hilfst in der nächsten Woche, dass wir immer wieder darin lesen und dadurch wachsen können und stark werden. Amen. Oh, Körner friss ich für mein Leben. Gerne, ich könnte mich reinlegen. Die sind so lecker kross. Ich kann gar nicht verstehen, warum die Menschen die malen. Gibst du mir auch welche ab? Na klar, immer rein damit. Ich bin auch froh, dass wir sie wiedergefunden haben. Oh, der Alf ruft an. Mal sehen, was der rausbekommen hat. Hallo, Alf.
wisst ihr, ich habe gute Nachrichten für euch. Die Esther hat den Schrank aufgeräumt. Eure Körner sind hinten im Regal. Also ist die Esther der Dieb? Das hätte ich nicht von ihr gedacht. Hast du nicht zugehört? Sie hat aufgeräumt. Ach so, aber sie kann doch nicht, ohne uns zu fragen, einfach meine Körner aufräumen. Naja, danke, Alf. Wir waren trotzdem schneller. Ja, danke, Alf. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Vielleicht hat die Esther es vergessen, uns zu sagen. Aber du, Kiki, wollen wir es uns jetzt hier im Koffer gemütlich machen und zusammen in der Kinderbibel lesen? Oh ja, super Idee. Ich will die Geschichte mit dem Riesen, der von dem kleinen David platt gemacht wurde, lesen. Hier ist die Bibel. Was ist denn das für ein Zettel? Warte, ich gucke mal. Hallo Kiki und Ricky. Ich habe mal aufgeräumt. Eure Körner stehen oben im Schrank. Eure Esti. Nein!